Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen DLC-Vorstellung. Und zwar nicht zu irgendeiner, sondern zur Premium-Add-on-Vorstellung. Ja, es ist endlich soweit. Die Premium-Add-on ist gestern erschienen. Ja, für, lass mich lügen, 14,99 oder im Season Pass enthalten. Das Ganze. Also im Season Pass Year 2. Und damit ist übrigens auch der Season Pass Year 2 beendet. Ganz kurz, käme ich nicht aus. 19,99, sorry. Ja, enthalten eine neue Map, die schauen wir uns morgen an, die Zilonga vorab und die Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude schauen wir uns heute an. Hier kleiner Überblick, schon mal vorab, falls ihr dieses Modpack hier haben wollt mit dem Brot Gamer Fast Track und dem Fliegelabschieber, in der Videobeschreibung ist der Link. Genauso auch ein Link zu dem ganzen DLC hier oder Add-on. Genau, wir fangen wie immer im Shop an, würde ich sagen. Wir gehen ganz einfach hier rein und auf Premium-Expansion und starten hier mit dem Lizard Pickup 1984. Ja, neues, weiteres Auto. Na, braucht man nicht, muss man nicht haben, aber besser haben statt brauchen. Der hat auch einen ganz lustigen Sound. Wir können hier die Felgen ändern und das Ganze hier noch anmalen in allen Farben und Formen. Hier gucken wir natürlich auch. Ansonsten ja, nicht so viel. Dann haben wir den Selec oder Salec oder Syleak, keine Ahnung. Wiener 57 HTD Excellent. Das ist ein Weinberg Bulldog, bisschen größer tatsächlich als die anderen von der Bereifung auf jeden Fall. Und sehen wir auch später ein Knicklenker, das Ganze, also ein bisschen wendiger. Mit 59 PS und 30 km/h kommt der dann hier an euren Hof. Sieht auch ganz nice aus. Danke fürs Abo oder Follow oder wo auch immer. Wer auch immer es war. Ey, noch eins? Ja, leck mich fett, Alter. Bitte nicht noch eins. Das wäre jetzt echt der Abfuck. Ja. Dann geht's weiter. Cedor Crystal 16045. Den kennen wir schon aus dem Gold Add-on vom LS15 damals. Da kam das erste Mal jetzt auch wieder seinen Weg zurück ins Spiel gefunden. Wir haben einmal die zwei Hauptfarben, Cedor Rot und Cedor Blau. Isaria kompatibel natürlich fürs Precision Farming. Wir können hier Frontgewicht dran klatschen bis 560, 640 Kilo. Und wir haben die volle Reifenauswahl an dem Gerät. Und natürlich auch unsere ganzen altbekannten Marken an Reifen. Ja, sehr schönes Teil. Wie gesagt, hat man ja schon mal im LS. Ist jetzt auch wieder zurück. Gefällt mir. Kommt übrigens mit 150 PS und 25 km/h. Ja, nächstes Highlight und eine weitere Legende im LS, würde ich mal behaupten, ist der Fiat 160-90 DT bis hoch auf 180-90 DT mit 180 bzw. 160 PS und 40 km/h. Auch wieder alles an Reifen vertreten. Hier auch Radgewichte und so weiter. Zwillingsbereifung, Pflegebereifung, wie man es kennt. Auch ganz geil an dem, mit und ohne Schutzbleche. Das ist auch so ein markantes Ding von dem Bulldog von Fiat hier, dass der ohne Schutzbleche oft rumfährt und eben auch Frontlader kannst du hier ran klatschen und natürlich auch Precision Farming kompatibel. Ist ja logisch. Richtig geiles Teil. Weitere Legende findet hier Einzug in den Landwirtschaftssimulator. Genau, dann geht's auch, das war es eigentlich auch schon in dem Sinne mit den neuen Traktoren und Fahrzeugen. Zwei Fahrzeuge haben wir noch, aber kommen dann später. Dann haben wir den Summers KDF 341S. Das ist ein Frontmehrwerk mit 3,4 Meter. Auch ganz entspannt hier von Summers. Die haben wir ja schon als Schneeschieber-Marke und Schwader. Und die haben natürlich auch noch mehr als nur Schwader. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr. Hier das passende KDD 941 STH, 9,4 Meter mit Schwadablage und einen P8 von Summers 890 Wender oder Zetter mit Schutz hier, Grenzstreueinrichtung da, wie das heißt, diese Schutzfolie mit 8,9 Meter, auch ganz schickes Teil. Gorenz Puller Cooler 450 ist einmal ein kleiner Striegel mit 4,5 Meter und dann haben wir den ganzen auch nochmal als 6 Meter Striegel. Auch eine neue Marke jetzt hier im Spiel, bringt einfach zwei schöne kleine Striegel. Farmtech, altbekannt,
ein Dreiachser Kipper, ähnlich wie der Brandner, den wir ja schon haben. Jetzt hier auch nochmal von Farbentech, 28 Kubik Aufbau, Ballenwagen und 14 Kubik Aufbau. Und hier ein bisschen Reifen können wir hier noch machen. Ja, auch ganz schicke Style, gefällt mir. Unia ist auch eine neue Marke im Spiel mit dem Apollo 16 Premium, einen neuen Miststreuer, Einachsmiststreuer, 20 Kubik und 12 Meter Arbeitsbreite, geht auf jeden Fall voll klar. Kann natürlich auch separierte Gülle fahren, nur das auch noch erwähnt. Auch die Ares XL ist eine Scheibenegge von Unia. Unia, ganz komische Namen alles hier. Vielleicht spricht man es auch anders aus. Schöne 4,5 Meter und eine Unia Phoenix 3004. Das ist eine Direktzahl mit 3 Meter, 3000 Liter Fassungsvermögen ohne Düngezusatztank. Farmet kennen wir auch schon, ist auch schon Teil des Spiels. Und zwar ein ganz, ganz großer Grubber müsste das sein. Und eine ganz, ganz große Sämaschine. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Können wir vielleicht, wenn man dran denken, nachher nochmal nachschauen. Ist keine neue Marke. Softer 11 PS. Einmal eine Scheibenegge mit schön 10,5 Meter. Also sind große Maschinen. Und große Maschine bedeutet große Leistung. Genau, der Phantom 1250 Pro. Das ist ein Grubber. Genau, der braucht 550 PS, ein 12 Meter Grubber, und die Falcon 6 Pro Ferrat Plus. Das ist auch eine Direktzahl, wenn mich nicht alles täuscht, mit 6 Meter und 6000 Liter Dünge und Saatgut geteilt. Genau, Bettner als nächstes, ist ja auch eine altbekannte Marke, die ein Kator KN 8000 Q Profi ins Spiel bringt. Das ist eine 8 Meter Kreiselecke. Auch ein ordentliches Gerät, was auch ordentlich Leistung braucht. Also wir haben hier richtige Brummer mit dabei. Bettner CS 5000, das ist ein Saatguttank, der passend zu dieser Bettner Corsa CN 9000 ist. Das ist ein Saataggregat oder Säaggregat, wie man immer das nennt, mit 9 Meter. Keine Direktsaat, gehört eben zu diesem Saatguttank. Und dazwischen haben wir noch den Terraland TN 3000 HD 7R Profi, das ist ein 3 Meter Tiefenlockerer mit oder ohne Düngevorrichtung. Genau. Das Einzige, wo ich mich frage, die Düngevorrichtung, ob die mit Fronttank bzw. mit dem CS 5000 kombinierbar ist. Da bin ich jetzt überfragt, aber ich vermute, durch den Schlauch muss die mit dem CS 5000 verbunden werden. Ansonsten habt ihr einen richtig schönen 3 Meter Tiefenloggerer hier auch mit Nachwalze. Richtig nices Teil. Genau, Agrio, eine neue Marke dann wieder im Spiel mit dem Mammut XL 8000. Das ist eine Spritze mit 8000 Liter, die ein Gestänge von 27 bis 36 Meter hat. Wir haben hier wieder alle möglichen Reifenmarken und teilweise auch mit Pflege und Breitreifen. Dazu gehört der Gigant 13500. Das ist ebenfalls eine Spritze. Das ist auch unsere erste Zweiachser-Spritze im Spiel, was ich richtig geil finde. Mit 13500 Litern. Also damit könnt ihr richtig Hektar ballern. Die hat eben dasselbe Gestänge wie die andere. 27 bis 36 Meter und ebenfalls dieselben Reifen. Genau, und dann haben wir ein weiteres neues Fahrzeug, nämlich den Agrio Dino 2. Das ist eine Selbstfahrerspritze. Mit 6600 Liter Fassungsvermögen und 50 km/h Fahrgeschwindigkeit, 25 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, selbes Gestänge, selbe Reifen und natürlich auch Isaria-kompatibel. Ja, dann kommen wir zu neuen Geräten, die mit der neuen Fruchtsorte zu tun haben. Hier haben wir von Grimme die GF400 und die GF800. Das sind zwei Dampffräsen, die sind wichtig für unsere neuen Fruchtsorten. Dann haben wir hier auch die Sämaschinen für unsere neuen Fruchtsorten. Der Querneland Minra Nova Star. Das ist eine 3 Meter Einzelkorn-Sämaschine mit breiterem Reihenabstand als die normalen, extra für die neuen Fruchtsorten. Rote Beete, Karotten und Pastinaken.
Dasselbe haben wir auch nochmal in einer 6 Meter Ausführung. Das ist dann die Minra Nova Klappa. Ja, 6 Meter das Ganze. Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Erntemaschinen dafür. Das ist von DeWulf alles. Und die können logischerweise unsere Karotten, Pastinaken und rote Beete ernten. Da jetzt haben wir als erstes den P3CL Profi. Das ist für die 3-Punkt. Da müsst ihr aufpassen, dass euer Bulldog nicht zu groß ist. Ich habe die dann vom Händler zum Schauplatz mit einem 8000er Fasttrack gefahren. Das war ein bisschen sehr groß. Ich denke mal so 300er Fendt oder so in der Größenordnung kann man sich da auf jeden Fall einordnen. Auch leistungstechnisch 80 PS quasi nichts. Genau, das ist hier einmal mit Palette, genau, das zeige ich euch aber am Schauplatz. Und dann haben wir noch den P3K Profi, das ist mit direkt abtanken. Genau, da müsst ihr einfach nebenher fahren die ganze Zeit. Genau, 0,8 Meter, also ein Einreiher. Dann haben wir hier auch von DeWulf den GPC. Das ist ein 5,5 Kubik Tank Ernter, der gezogen wird. PS eigentlich auch ganz angenehm, würde ich mal sagen, mit 100. Preislich sind die halt immer ein bisschen, wobei hier geht es eigentlich voll. Genau. Dann haben wir hier den GK2S, würde ich jetzt mal sagen, heißt der. Das ist ein 2-Reihe, also 1,5 Meter, aber da müsst ihr auch permanent nebendran herfahren, also ähnlich wie beim Häcksler. Hat keinen Tank. Anders beim GCCI von DeWulf. Das ist ein Einreiher wieder, also wieder 0,8 Meter, aber dieses Mal mit Palettenablage, zeige ich euch auch dann auf dem Schauplatz gleich, was damit gemeint ist. Und last but not least haben wir hier noch den ZKIVSE oder Zkvise DeWulf. Das ist ein Vollernter für unsere neuen Fruchtsorten. Der hat keinen Korntank, was ich gerade echt komisch finde irgendwie. Ja, hat keinen Korntank, ist ein 4-Reihe, sprich 3 Meter. Richtig ordentliches Gerät, gefällt mir, sehr schickes Teil. Aber dass er jetzt keinen Korntank hat, das verwundert mich gerade ein bisschen. Aber egal, schauen wir mal, was da noch, wie das da wieder dann im Einsatz ist. Einsatz schauen wir uns, wie gesagt, nicht heute an, sondern im Let's Play dann oder in den Streams. Vivo ist auch neu im Spiel. Da haben wir die P46 oder 446B. Das ist eine Palettengabe für die Fronthydraulik, Heckgetrolle, sprich für die 3-Punkt einfach. Dann haben wir von Vivo ein HMZ 340 3000. Das ist ein Gabelstapler für die 3-Punkt. Front- oder Heckhydraulik, der auch nach oben und unten fahren kann. Und eine neue Radlader, beziehungsweise rein Radlader, okay. Ich dachte, die konnte man umkonfigurieren. Auf jeden Fall nochmal eine neue Universalschaufel. Die Vivo HUD V275 in diesem flachen Design. Wofür das jetzt besonders gut sein soll, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich denke, das ist so für Rüben, Kartoffeln und so weiter. Nicht schlecht ist, schätze ich mal. Aber wofür das jetzt in der Realität genutzt wird, diese Form von der Schaufel, das müsst ihr mir sagen tatsächlich. Und von DeWulf haben wir noch eine Gemüsepalette. Da könnt ihr bis zu 4 Stück auf einmal kaufen, die ihr dann in diesen Ernter einspannt sozusagen. Das zeige ich euch aber jetzt auch alles gleich. Ja, Schauplatz ist voll. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal bei unseren zwei Striegeln an. Da gibt es nämlich nicht viel zu sagen. Das sind einfach schöne bunte Striegel, würde ich mal behaupten. Einmal 6, einmal 3 Meter. Oder 4,5 und 3 Meter. 6 und 4,5 Meter, jetzt haben wir es. Genau, von Summers hier der Wender. Das ist ein schöner, großer Wender. Der könnte auch diesen Querneland-Wender Konkurrenz machen, weil der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Hier einmal das Mähwerk. Frontmähwerk ist natürlich jetzt nicht so spannend. Und hier hinten einmal die Butterfly-Kombi mit Schwadablage. Also auch richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Wir haben jetzt eigentlich echt viele mit Schwadablage, deswegen ist es auch nichts mehr Besonderes. Aber das gefällt mir, muss ich sagen, mit diesen Bändern. Ja. Dann haben wir hier hinten unsere Spritzen. Wie gesagt, Spritzen kann man auch nicht viel zu sagen. Das Besondere an denen ist,
Egal welche Gestängegröße ihr nehmt, ihr habt immer nur zwei klappbare Elemente und die Spitze logischerweise. Und das verringert die Ausklappzeit extrem, falls das für jemanden wichtig bei seiner Spritzenauswahl findet. Dann habt ihr hier einen, die extrem schnell ausklappt, weil die, wie gesagt, nur zwei Hauptelemente hat und die Spitze halt. Also im Grunde, wenn da drei Elemente ausgeklappt, aber die Spitze, die zähle ich da irgendwie nicht so wirklich mit rein, weil die ja immer direkt mit ausklappt. Ja, hier können wir nochmal reinschauen, das ist auch noch was Besonderes, nämlich das ist eine Glaskabine. Da ist nämlich dann auch auf dem Sitz steht da nämlich Glas und auf dem Lenkrad steht da Glas. Das ist kein Fehler, weil das ist einfach eine Glaskabine vom Häcksler, glaube ich. Oder vom Drescher, weiß ich gar nicht. Von welcher Maschine die Kabine ist. Häcksler oder Drescher, sage ich jetzt einfach mal. Xerion ist es, glaube ich, nicht. Und genau hier ist noch die Gigan mit den zwei Achsen eben. Aber ansonsten alles ganz entspannt, schaut wie immer gut aus. Chinese Standard passt auf jeden Fall. Hier haben wir die Kreiselecke mit 8 Meter. Was ich da echt ein bisschen schade finde, sind hier die Stützräder. Die machen das Gesamtbild einfach kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber braucht man natürlich. Genau, hier ist die Sägekombination. Hier haben wir mit dem Saarder-Aggregat hier angehängt oder wie auch immer man das nennen will. Auch ganz nice, richtig fettes Teil. Also das macht auf jeden Fall was her, finde ich. Und hier nochmal der fette Tiefenlockerer, der auch richtig geil ausschaut. Den man wahrscheinlich auch da hinten dran hängen kann, wenn man hier die Dünge Vorrichtung aktiviert oder drauf baut. Genau, hier haben wir die Uni-Fahrzeuge. Unia 3 Meter Sämaschine einfach gezogen. Kennt man ganz Standard. Hier die kleine Scheibenegge, die ich richtig schön finde. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Und dieser Miststreuer. Auch einfach nice to have, auf jeden Fall besser haben statt brauchen. Genau, Farmet haben wir hier die Sämaschine. Das fette Teil, also was eine Aufhängung, richtig massiv, Digga, Alter, richtig ja, Apparillo. Genau, hier haben wir den Grubber mit seinen, boah, 10,5 Meter, glaube ich. Und hier die Scheibenegge, Freunde. Not bad auf jeden Fall. Sieht alles ganz, ganz Standard aus. Also, was willst du dazu sagen? Also, passt auf jeden Fall. Genau, die überspringen wir, die schauen wir uns gleich nochmal extra an mit Soundcheck auf jeden Fall. Hier haben wir die neue Schaufel. Hier haben wir, wie gesagt, diesen Gabelstapler für die Fronthydraulik, Heckhydraulik. Hier ist die Holzkiste, das ist auch nicht so spannend. Hier eben die Gabel für unten, also ohne hoch und runter. Die finde ich eigentlich auch ganz nice. Genau, hier ist der Farmtech-Kipper, in dem Fall jetzt mit 14 Kubik ohne Aufbau. Hier haben wir die Dampfräsen von Grimme, die auch richtig geil ausschauen. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Dampfräsen fand ich schon immer irgendwie richtig satisfying. Auch die hier und die passenden Sämaschinen eben dazu. Bei der hier könnt ihr ja auch die Dreipunkt hinten noch dran machen. Und dann könnt ihr direkt die Sämaschine dahinter laufen lassen, wenn ihr das möchtet. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Dann machen wir jetzt erstmal schnell unsere Maschinen durch mit Soundcheck. Hier haben wir erstmal den Pickup. Let's go. Was an dem halt geil ist, der geht richtig schwer an. Der hört sich richtig schlimm an, wenn der angeht. Genau. Hinten Klappe aufmachen, von innen Lizard Standard, also nichts Besonderes. Genau, hier haben wir unseren Weinberg Bulldog. Der ist jetzt auch soundtechnisch nicht so besonders. Hört sich sehr ähnlich an wie mit allen anderen Weinberg Bulldogs auch. Und das Besondere ist halt einfach die Knicklenkung bei dem. Von innen sieht er auch sehr, sehr clean aus, finde ich. Passt auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier den C-Door Crystal. Der ist soundtechnisch, finde ich, enttäuscht er mich ein bisschen, weil der war auf jeden Fall damals im Gold Add-on besser. Soundtechnisch. Ansonsten vom Aussehen passt er. Auch von innen dieses tiefe Lenkrad. Hat er wieder von hinten diese mega Aussicht nach hinten. Eine Limousine unter dem Bulldog, sage ich immer, weil der so lang ist. Und hier haben wir den Fiat Agri, eine weitere Legende. Fettes Chromrohr drauf. Let's go. Ja. Also,
Ich sage euch ganz ehrlich, wenn man den Mod gewöhnt ist, dann ist der schon schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Von innen kennt man es auf jeden Fall. Also klar, den Mod hat jeder, glaube ich, gehabt, den Fiat Mod. Aber auch ich. Und wir nutzen den ja auch auf dem Land of Italy Spielstand. Jetzt hier im Standard ist es natürlich alles noch ein bisschen was anderes. Der raucht auch nicht schwarz, also wäre schon geil, wenn er ein bisschen den schwarzen Rauch von den US-Trucks oder von den Big Butts gehabt hätte. Also, ja, es ist eine Legende, der Sound passt auch, aber er könnte ruhig ein bisschen mehr ballern. Ich meine, wir sind jetzt verwöhnt beim Mod mit dem Turbo-Pfeifen und so weiter. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber das ist halt wirklich der Original-Sound. Ein bisschen härter könnte er noch sein, aber ansonsten passt er auf jeden Fall vom Aussehen auf jeden Fall eine 10 von 10. Gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren Gemüseerntern. Ich würde sagen, wir machen von hinten nach vorne, weil hinten haben wir die kleinen, das sind hier einmal die Ankenken. Hier, wie gesagt, ausgeklappt habt ihr hier eine Palettengabel, schiebt da eine Kiste drauf und dann wird die befüllt und dann lasst ihr die fallen und schiebt die nächste drauf. So ungefähr läuft es dann ab. Hier haben wir denselben nochmal eingeklappt mit Abtankrohr, also sprich ohne Kiste oder Korntank. Der muss immer mit Anhänger gefahren werden, also muss immer ein Anhänger nebenher fahren. Ja, aber auch hier für die 3 Punkt. Dann haben wir hier den mittleren mit ohne Korn. Nee, doch, das ist der mit Korn dann, genau. Der hat den Korndank dabei, der gezogene. Einreiher. Muss nicht abgetankt werden. Also muss abgetankt werden, aber nicht permanent. Hat eben Korndank. Hier haben wir, genau hier haben wir noch einen. Und zwar, das ist der Zweireiher ohne Korntank, der immer mit Anhänger gefahren werden muss. Und hier haben wir den mittleren Einreiher mit Kistenförderband. Das ist jetzt hier ausgeklappt. Da stellt ihr eure 4 Kisten drauf. Oder 5, 4 glaube ich. 4 oder 6 müssten sein. Stellt ihr drauf, werden voll gemacht, werden abgelassen. Nächsten 5 drauf, gib ihm. Und hier haben wir noch unseren Vorlander. Hier vorne 4 Reiher. Und genau, können wir mal einsteigen auch. Ja, ohne Kandang. Bisschen komisch ohne Kandang, aber gut. Ja, starten können wir auch mal. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Soundtechnisch von innen zugeschissen mit Bildschirm auf jeden Fall. Seitenkonsole auch sehr unübersichtlich. Lenkrad haben wir, aber sieht ansonsten hier mit diesem weißen Leder sehr, sehr geil aus. 17, 27 km, also. Ja, ist ein Volland, aber was willst du anderes erwarten, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem geiles Teil. Gut, dann schauen wir uns jetzt die neuen Produktionen an, Freunde. Und dann gehen wir nochmal den Baushop durch. Da gibt es nämlich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Hier haben wir noch einen neuen Unterstand. Das ist ja so ein Alu-Tunnel, Folientunnel, aber aus Alu sozusagen. Ja. Mit Licht auch, Garagentor. Finde ich ganz cool eigentlich. Ich mag solche Tunnel, Folientunnel, Alu-Tunnel, wie auch immer. Finde ich eigentlich immer recht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier eine fette neue Produktion. Dann müssen wir jetzt einmal da den Schraubenschlüssel finden. Und zwar ist das die Kartoffelchips-Produktion, Freunde. Ja, Kartoffeln haben hiermit auch ihren Produktionszweig gefunden, und zwar hier Kartoffelchips, Kartoffeln, Öl rein und dann kriegt ihr Chips dementsprechend. Auch sehr, sehr nice. Endlich hat Öl noch eine Weiterverarbeitung, beziehungsweise wie Kartoffeln generell. Finde ich sehr geil. Dann haben wir hier, jetzt muss ich gucken, was ist. Das müssten die Konserven sein. Ja. Das sind die Konserven. Da könnt ihr unsere neuen Fruchtsorten, rote Beete, Pastinaken, Karotten, in Konservendosen reinpressen lassen. Ja, einfach ähnlich wie Öl, nur halt eben mit Konservendosen. Und
Hier haben wir die Suppenproduktion, Freunde. Und zwar Kartoffeln, rote Beete, Pastinaken, Karotten können zu dreierlei Suppe oder jeweils einzeln zur Suppe verarbeitet werden. Finde ich auch ganz cool. Vor allem einmal die neuen Fruchtsorten eben verarbeiten und Kartoffeln verarbeiten jetzt auch endlich. Finde ich cool, finde ich gut. Passt so, unterstützt mal. Jetzt schauen wir noch mal kurz in den Baumodus, weil da haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben hier noch bei Hallen haben wir hier noch so ein bisschen kleinere Hallen mit dabei. Hier noch eine bisschen größere Scheune. Können wir mal noch gucken, wie es drinnen ausschaut bei der einen oder anderen. Hier noch so eine kleine Scheune. Ja. Produktionen. Neben den ganzen neuen Produktionen haben wir auch eine neue Bäckerei vom Gebäude neu, eine neue Molkerei vom Gebäude und eine neue Spinnerei vom Gebäude her neu. Also produktionstechnisch dasselbe, nur halt das Gebäude ist neu. Verkaufsstation haben wir natürlich auch eine. Das ist die hier. Die verkauft Klaviermanufaktur. Alles klar. Das ist tatsächlich die einzige, die das verkauft. Okay, nicht schlecht. Können wir jetzt auch Klaviere herstellen? What the fuck, oder? Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht. Genau. Hier ist nichts neu. Bei Tiere ist natürlich noch was Neues mit reingekommen. Und zwar ein neuer Schweinestall. In diesem, ja, Look, sage ich mal. Und ein neuer Hühnerstall, beziehungsweise zwei neue Hühnerställe. In diesem neuen Look. Auch ganz nice. Und das war's ansonsten. Deko haben wir auch ein bisschen was Neues. Wir haben neue Zäune bekommen. Kann ich euch mal kurz zeigen hier. So Gitterzäune, weiße, rote, grüne, rostige, dann so Zaunmatten und hier ja, so Ranghilfen, grüne, rostige, sag mal richtig viel neues Zeug. Blaue, ganz krasses neues Zeug. Lampen haben wir auch einige neue. Finde ich auch ganz nice. Und sonstiges haben wir noch so eine neue Garage. Genau, landschaftlos nichts neu, das habe ich schon gecheckt. Hier können wir reinschauen in diese neue Scheune, die ist eigentlich auch noch ganz nice. Auch größentechnisch passt die auf jeden Fall. Ja, das ist echt ein geiles Ding, Alter. Die gefällt mir, Alter. Das ist ein geiles Teil, Alter. Richtig nice. Ja, haben wir ein paar neue jo, Fahrzeuge und Maschinen. Gefällt mir. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich denke, als nächstes sehen wir Agritechniker. Ja, Neuheiten sozusagen. Und DLC-technisch schauen wir mal, ob es weitergeht. Ob wir einen Season Pass hier 3 bekommen oder noch ein, zwei einzelne DLCs oder ob gar nichts mehr kommt bis zum neuen LS. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, like, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Sonntag starten wir im Stream den Zilonga-Spielstand. Und morgen um 16:15 Uhr schauen wir uns die Map an. Bis dahin, Peace out. Ciao.